Kanon. Gute Reise. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Ich gehört, ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Was ist, Marine? Schon genug? Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später, wir haben Besuch. Naja. Willst du ja mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit.
Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Gut, schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Vielleicht lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Solange sie nicht stolpern. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay, gut. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben.
Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Klingt nicht gut. Mervyn hat schon recht. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eure Einwände höre ich mir später an. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht. Hey! Vorsichtig damit! Oh, Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein! Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell! Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden.
Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Was denn, Corporal? Haben Sie Höhenangst? Bitte. Ich gehöre zur Force Recon. Wir trainieren Fallschirmsprünge aus großer Höhe, mit niedriger Öffnung. Extrembedingungen, bei denen die meisten Typen nach ihrer Mama schreien. Sie haben eine große Klappe. Hoffentlich steckt was dahinter, Marine. Klettausrüstung. Typisch Bürokrat. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Sir, da läuft kranke Scheiße an der Grenze. Sicher keine Luftunterstützung? Wir könnten sie brauchen. Das Überraschungsmoment ist unser Vorteil. Das werde ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Bitte, Colonel. Können wir bitte kurz darüber nachdenken? Ich habe mich schon entschieden. Wollen Sie wetten, Lance Corporal? Naja, das Pferd meiner Eltern hieß Luftunterstützung. Ist weggeflogen. Wundert mich nicht. Wir werden da schon aufräumen. Ihren Optimismus hätte ich gern. Download fertig. Los zu den Helis. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CO?
Netter Typ. Aber hier draußen bringt Ned nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt.